Fall, du bist einer der bekanntesten Angler Deutschlands. Was macht für dich den Reiz des Angelsports aus? Ich glaube, Angeln ist so einer der letzten Freiräume, die wir noch haben. Mittlerweile ist aufgrund der enormen Bevölkerungsdichte fast alles reglementiert. Auch auf dem Wasser größtenteils. Aber es gibt immer noch ein paar Nischen, wo man noch Ursprüngliches erleben kann. Und das sind so die Freiräume, die ich brauche, damit ich noch atmen kann. Wenn du den Angler vor 20 Jahren mit dem Angler von heute vergleichst, was ist da der größte Unterschied für dich? Naja, also damals, wer zum Angeln ging, hatte drei Ruten. Mit einer wurde gestippt auf die Köderfische. Die zweite Route war meist eine Wurmroute mit Tauwurm. Und an der dritten Route schwamm in Seelenruhe durch den Kanal oder Bach oder See ein Köderfisch. Und damit wurde dann auch Hecht geangelt. Heute gehen die Leute los und wollen Zielfische fangen. Das heißt, sie gehen ganz bewusst los und sagen, ich möchte heute Zander fangen, ich möchte heute Schleien fangen, ich möchte Hechte fangen, ich möchte Barsche fangen. Das heißt, wir haben heute die sogenannte Zielfischangelei. Und wie immer in allen Bereichen hat sich das unglaublich spezialisiert. Es gibt Leute, die angeln nur noch Karpfen, werden da richtige Spezialisten drin. Der nächste angelt nur noch Raubfisch und wird richtiger Spezialist. Und ich glaube, das ist so der größte Unterschied. Du gehörst zum Jensi-Team. Was macht es für dich besonders attraktiv, dort Mitglied zu sein? Also das ist eine lange Geschichte. Ich war ja schon, bevor ich Fernsehen gemacht habe, mit Jensi verbandelt. Und es war natürlich dann für mich logisch, dass ich nach der Nummer, als dann das Fernsehen losging, bei Jensi erstmal geblieben bin. Warum soll ich wechseln? Never change a winning team. Und ich bin Westfale und Westfalen sind treue Schluffen. Man braucht zwar lange, bis man mit denen richtig warm wird, aber wenn, dann sind es wirklich treue Nasen, die auch nicht so schnell bereit sind, dann irgendwie von einem aufs andere Pferd zu setzen. Und dann bin ich halt bei Jensi geblieben, zumal Jensi auch in der Produktpalette ein paar Sachen hat, wo sie wirklich für meine Begriffe sehr, sehr, sehr gut sind. Also fast unschlagbar. Jensi wirbt damit, dass sie qualitativ gut ist und gleichzeitig bezahlbares Angelgerät anbieten. Genau das ist der Grund. Ich zum Beispiel fische fast ausschließlich Jensi-Routen, weil ich von diesen Routen überzeugt bin. Also ich bin jemand, der vertraglich nicht so gebunden ist, dass er nicht anderes Gerät auch benutzen dürfte. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt mal zum Hechtangeln gehe und will Spinnfischen betreiben, dann habe ich eine Jensi-Route, eine Shimano-Rolle, eine Stropfschnur und meinetwegen Ilex-Wobbler. Und kombiniere die besten Produkte aus mehreren Companies zu einem Set, was dann richtig gut ist. Und das empfehle ich dann auch guten Glaubens. Und dadurch, denke ich, ist man auch authentisch. Wenn man alles von einer Firma hätte, würde sagen, das ist gut und das ist gut und das ist gut. Das mag zwar so sein, aber so richtig überzeugt sind die Kunden dann davon nicht. Und sie glauben es einem vor allen Dingen nicht. Wenn man aber so ein Sammelsurium präsentiert, dann nehmen sie es einem ab, weil sie einfach merken, dass es authentisch und ehrlich ist. Auwe, Jensi steigt diese Saison wieder ins Rollensegment ein mit einigen Stationärrollen. Hast du die schon gefischt? Kannst du dazu was sagen? Also ich habe die noch nicht gefischt, bin aber gespannt wie ein Flitzebogen, wie die Rollen sein werden. Und ich werde sie mit Sicherheit natürlich testen. Okay, damit sind wir am Ende des Interviews und nur noch eine kleine Aufgabe für dich. Beende die folgenden Sätze spontan mit eigenen Worten. Okay. Meine liebste Angelart ist? Fliegenfischen. Mein letzter Angeltrip führte mich? Nochmal, mein letzter Angeltipp? Trip. Nach Österreich. Nach Österreich. Der letzte von mir gefangene Fisch war? Eine Bachforelle. Wie groß? Knapp 60 cm. Wow. In meiner Ködertasche findet sich zum Spinnfischen auf jeden Fall? Auf jeden Fall Wobbler in Hülle und Fülle. Ich bin ein Wobbler, flieg durch und durch, aber auch Blech und Gummi. Ich wünsche mir als zukünftige Innovation für den Angelsport? Ein Gummiköder, der mir ins Ohr flüstert, wie tief er gerade läuft. Okay, vielen Dank.